Hey, hallo, liebe Wanderfreunde. Wandert mit uns in die einmalige Kulturlandschaft der Hohenlohe. Die Touren führen durch ursprüngliche Dörfer, sehenswerte Städte und durch die Flusstäler von Jagst, Kocher, Kupfer und Bühler. Die fürstliche Hohenlohe ist ein Wanderland mit absolutem Wohlfühlcharakter. Hier scheint die Welt noch in Ordnung zu sein. Spüre den Hauch von Mittelalter, wenn du die alten Burgen und Ruinen erkundest. Schalte ab auf den Pfaden der Stille und spüre die Entschleunigung und die innere Einkehr dabei. Nimm dir die Zeit, um die meditative Ruhe der Wälder und die klärende Energie des Wassers positiv auf dich wirken zu lassen. Tauche ab in die Vergangenheit und lass dich auf den Spuren der Römer, Kelten und Alemannen wandeln. Das neue Buch Wandern für die Seele, Hohenlohe, ist jetzt im Droste Verlag erschienen. Es ist im Handel erhältlich und auch unter mkuhnle@cmpoint zu bestellen. Wir wünschen dir viel Spaß damit.